fängt man eine Rede an, die mein Leben und euer Leben verändern wird. Am besten so, wie ich bin, am besten so, wie wir sind. Echt norddeutsch. Also sag ich Moin. Moin, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde, liebe Gäste, Moin an alle, die SPD mögen und gerade zuhören. Und ich weiß, es hören viele, viele zu. Moin, das passt zu uns. Ich möchte gerne mit einem Rückblick beginnen. Und zwar bin ich vor 19 Jahren in die SPD eingetreten. Das war im Jahre 2000. Damals gab es einen Landtagswahlkampf in Schleswig-Holstein. Und wir waren mit der Spitze, mit Heidi Simones, dabei, den Landtagswahlkampf zu führen. Oder besser gesagt, die Genossinnen und Genossen waren dabei, den Landtagswahlkampf zu führen. Ich wurde damals als junge Unternehmerin eingeladen, mit Heidi Simones auf ein Podium zu stehen. Und ich war mächtig aufgeregt, mit so einer großartigen und selbstbewussten Frau auf einer Bühne stehen zu dürfen. Ein wenig bin ich auch heute aufgeregt. Bitte seht es mir nach, liebe Genossinnen und Genossen. Damals gab es mehrere Themen. Eins, was mich besonders in der Zeit bewegt hat, war die Kampagne, ihr wisst es ganz genau, die von Roland Koch in Hessen damals, die Kampagne, die er gegen Ausgrenzung und Diskriminierung geführt hat. Das war etwas, was mich sehr bewegt hat, weil das auch etwas mit meinem Hintergrund zu tun hat. Und ich habe dort sehr, sehr klar meine Meinung vertreten und wurde sozusagen von der Bühne weg gefragt, Serpil, willst du nicht in die SPD eintreten? Denn zuvor hatte ich gesagt, ich finde es nicht richtig, dass man über die Menschen redet und nicht mit ihnen. Und als das Angebot kam, habe ich relativ schnell und sehr, sehr schnell gesagt, ja, ich will Mitglied dieser sozialdemokratischen Partei werden. Ich bin in Kiel geboren und aufgewachsen und dort auch zur Schule gegangen. Ich bin selbstständig gewesen in einem mittleren Unternehmen mit mehreren Angestellten. Ich hatte Vertrauen in meine Kraft, ich hatte Vertrauen und ich hatte auch das Vertrauen der vielen Menschen, die um mich herum gewesen sind. Damals wie heute ging es mir darum, in einem Land zu leben, wo man sich aneinander empathisch wahrnimmt, aneinander hilft, wenn es mal eng wird, Großes schafft, wenn man von der Sache überzeugt ist. Und wenn der Sturm kommt, auch mal selbstlos über seine Grenzen hinauswächst. Ich hatte das Gefühl, die Zeit war reif. Ich hatte das Vertrauen in die SPD. Und ich war neu in der SPD und wie alle Neuen erstmal neugierig, wer da so alles mitmacht. Einige von denen, die ich damals kennenlernen durfte, sind auch heute unter uns. Es sind Rolf Fischer, es sind Gesine Stück, aber auch Ann-Christine Speicher zum Beispiel. Das sind alles Weggefährten, die ich damals neu kennenlernen durfte. Ich wollte bei meiner Partei dabei sein, denn ich habe dieser Partei vertraut. Wir haben in den vergangenen 2 Jahren viele neue Mitglieder dazu bekommen. Das war damals bei der Martin-Schulz-Kandidatur, aber auch während des Mitgliederentscheids zu GroKo. Neue politisch Interessierte, neue Mitdenker, Mitmacher und Mitkämpfer. Lieber Ulf, du hast einen echten SPD-Nachnamen. Echt stark. Aber zurück zu unseren Neuen, die vielleicht einen Monat, ein Jahr oder ein bisschen länger dabei sind. Mancher von Ihnen schaut wahrscheinlich immer noch etwas irritiert, wenn wir ihn mit Genosse oder Genossin ansprechen. Zumal, weil das Wort Genosse nicht von Genuss kommt, zumindest aktuell nicht in der SPD. Doch ist es gut, dass da Neue sind, Neues ist. Es sind neue Ideen, neue Gedanken, neue Fragen, neue Versuche, neue Visionen und neue Anläufe. Es ist viel Neues und vielleicht bin ich bald auch für einige die Neue. Ich kandidiere für den Landesvorsitz und das tue ich weder, weil ich gebeten wurde, noch weil Ralf gesagt hat, mach mal. Nee, ganz so war es nicht. Ich kandidiere, weil es Zeit wird und weil die Zeit reif ist. Denn wir merken Gegenströmung, Gegenbewegung, Gegenwind und wir merken Identitätsverlust. Wofür steht dann noch die SPD, wurde ich in den vergangenen Monaten immer wieder gefragt. Von den Wählerinnen und Wählern, von den Bürgerinnen und Bürgern und aber auch immer wieder von Genossinnen und Genossen, deren politischen Heimathafen nicht mehr genau erkennen konnten. Überall können wir lesen und hören, was von der SPD erwartet wird, was sie zu tun oder zu lassen hat. Voller Sorge schauen einige von uns auf die Sonntagsumfragen und sind erleichtert, wenn es nicht ganz so schlimm ausfällt. Ah, okay, doch 17% und nicht
nur 14 wie beim letzten Mal. Das klingt hart. Das klingt wie ein Schlag in die Magengrube. Das tut weh. Und glaubt mir, liebe Genossinnen und Genossen, mir tut es unglaublich weh, dieses hier auch so deutlich zu sagen. Jedoch bin ich überzeugt, dass wir endlich die Fakten beim Namen nennen sollten, um selbstbewusst mit ihnen umgehen zu können. Dabei wissen wir doch ganz genau, woran es liegt. Es liegt, wenn wir uns mal ehrlich sind, daran, nicht was die anderen sagen, denken oder schreiben, sondern wir selbst sind unzufrieden mit dem, was auf der politischen Bühne von uns wahrgenommen wird. Vor fast 20 Jahren bin ich aus vollster Überzeugung in die SPD eingetreten. In einer SPD, die für Zusammenhalt und eine solidarische Gesellschaft steht. Denn eine solidarische Gesellschaft, so war es damals und ist es heute, meine feste Überzeugung, die Basis für unsere Demokratie. Zusammenhalten, füreinander einstehen, Solidarität zwischen den Generationen, zwischen den Geschlechtern, zwischen den Menschen, egal wo sie herkommen. Nur das ist die Grundlage für eine demokratische Gesellschaft. Für mich hat sich die sozialdemokratische Politik immer von Solidarität hergeleitet. Die macht das Leben in einer Gesellschaft erst lebenswert. Für mich hat sich die SPD auch immer durch ihre klaren, langen Linien ausgezeichnet und für ihre Verlässlichkeit, jenseits von Strömung, mit einer Haltung, die erkennbar ist. Mit einer Vorstellung, das Leben der Menschen besser zu machen, ihnen Chancen zu eröffnen, ihnen Chancen zu geben und vor allem auch Möglichkeiten. Das war und ist das Versprechen, am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können, ein Teil zu sein. SPD, das war für mich das Versprechen, dass wir jedem und jeder die Möglichkeit bieten, sich einen gleichberechtigten Platz in der Mitte der Gesellschaft erarbeiten zu können. Das war das Versprechen. Darauf konnten sich die Menschen verlassen. Sie konnten sich auf die Sozis verlassen, aufsteigen zu können. Zum Beispiel durch Bildung. Auch dank der SPD, heute ist ein Studium unabhängig vom Geldbeutel der Eltern möglich. Als Studiengebühren erheben werden sollten, waren wir die Ersten, die dies mit Erfolg abgewehrt haben, mit einer klaren Haltung, ohne Wenns, ohne Abers, ohne Kompromisse. Und das war gut so, liebe Genossinnen und Genossen. Ich erinnere mich aber auch an meinen ersten Landtagswahlkampf 2005. Unser Thema damals, 1, 2, 3, beitragsfrei. Es werden einige von euch sagen, oh, die Selfie kommt jetzt wieder mit der Kita. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich komme mit der Kita, solange Mütter im Büro der Bürgerbeauftragten sitzen, weinen, flehen um einen Krippenplatz, den sie sich am Ende nicht leisten können, liebe Genossinnen und Genossen, so lange werde ich mit der beitragsfreien Kita kommen. Und ich sage hier eins ganz, ganz deutlich. Die Reform der Landesregierung, wenn diese vor Ort nicht funktionieren wird, wenn sie vor Ort scheitern wird, dann sind es nicht die sozialdemokratischen Oberbürgermeister und Oberbürgermeister, denn es ist die Landesregierung, deren Reform scheitert. Denn ich merke schon, dass hier gerade ein Spin gemacht wird. Wir müssen hier ganz klar bei unserer Haltung bleiben, liebe Genossinnen und Genossen. Wir haben die höchsten Gebühren im Land. Und nur mit der SPD wird es die Beitragsfreiheit geben. Wenn ich heute und aktuell bei den Gesprächen auf der Straße die SPD-Geschichte mit ihrer Verlässlichkeit und Verantwortung komme, winken die Ersten schon ab. Sie sagen, von der Geschichte, da kann ich mir nichts kaufen. Wenn ich die Gerechtigkeitskarte spiele, die sozialen Spielregeln erkläre und das Angebot unseres Gesellschaftsbildes darlege, erlebe ich oft Ungeduld, manchmal Unverständnis, bisweilen auch ein klares Nein. Ich spüre immer wieder, man will schnellere Antworten, einfachere, klarere, härtere, manchmal auch egoistischere. Auf dieser Spielwiese hat sich Daniel Günther bequem gemacht. Noch vor 2 Jahren, man erinnere sich, wollte er noch die Schweinefleischpflicht in den Kantinen einführen, populistisch und rechtslastig. Das erinnerte mich an Roland Koch im Jahre 2000. Aber viel besser ist Kramp-Karrenbauer auch nicht, wenn sie gegen die Ehe für alle wettert und sich über Transgender lustig macht. Lächerlich. Lächerlich
Lächerlich macht sich Daniel Günther, wenn er im Landtag fast patriotisch fordert, dass Ministerinnen und Minister nur aus dem eigenen Bundesland kommen dürfen und dann als Erste die Hamburgerin Karin Prien zu holen. Heute ist Daniel Günther wieder Problemwolf, als Schaf verkleidet, mit weicher Stimme umschleichend. Kriegt ihn keiner zu fassen. Nur die CSU nennt ihn Genosse Günther. Das ist ein Lob für ihn. Aber eine Beleidigung für uns alle, liebe Genossinnen und Genossen. Warum sage ich euch das? Ich kandidiere nicht, um einfach so weiterzumachen und um ein oder zwei Stellschrauben zu drehen. Ich kandidiere, um zu gestalten. Und ich möchte wieder mit euch gemeinsam agieren, statt reagieren. Nicht alles muss neu, aber manches eben anders werden. Und wir sollten nicht nur zuhören bei den Wählern, bei den Mitgliedern oder bei den Ortsvereinen, sondern wir sollten vor allem auch wieder verstehen, was die Menschen bewegt und was sie wollen. Und die Antworten, die wir geben müssen, müssen dann auch verstanden werden. Und sie müssen umsetzbar sein. Sätze wie, wir sind für eine gerechte Welt, miteinander statt nebeneinander, soziale Verantwortung ist unser Thema. Die stimmen alle, aber sie sagen vielen nicht richtig etwas. Sie sind vielleicht auch etwas allgemein und nicht mit Handlungen und Vorschlägen unterlegt. Die Ziele sind alle richtig, versteht mich nicht falsch, aber das politische Navi fehlt, das den Kurs unserer Lösung vorgibt und Vertrauen in unsere politische Arbeit schafft. Und unser SPD-Navi muss den Satz wieder drauf haben, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Das Hauptthema, um das wir uns kümmern müssen als SPD, das kennt ihr alle. Und ich will es kurz nennen. Alles, liebe Genossinnen und Genossen, wir müssen uns um alle Bereiche unserer Gesellschaft kümmern, denn alle Themen verlangen nach Antworten. Wir sind eine Volkspartei. Wir haben genauso die Fragen der Digitalisierung zu beantworten, wie aber auch die Herausforderungen zur Mobilität in der Stadt wie im ländlichen Raum. Wir werden genauso gefragt nach unserer Antwort zu dem Klimawandel, Steuergerechtigkeit, nach echter Gleichberechtigung und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Chancengleichheit und Bildung sind genauso elementare Themen wie die Daseinsvorsorge. Wir müssen das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen. Und vor allem müssen die Menschen uns wieder Vertrauen fassen können in die Wirksamkeit unserer sozialdemokratischen Politik. Das sind Volksparteiaufgaben und nicht das Selbstverständnis von Volkshetzern der AfD, die eine braune Gedankensuppe, rechtens Gedankengut, hoffähig machen wollen, Solidarität als Fremdwort betrachten und Schülerinnen und Schüler beschimpfen, die uns jeden Freitag klar machen, was wir zu tun haben. Ich sage Nein zu Rechtspopulisten und Nein zu Rassisten. Und wer meint, sich mit diesen gemein zu machen, der darf sich über braune Flecken an seiner Weste nicht wundern. Ich weiß, dass sich viele Menschen Sorgen machen, dass unsere Demokratie in Gefahr ist. Ich verspreche, dass wir unser Grundgesetz mit seinen Errungenschaften, mit all unserer Kraft verteidigen. Menschenwürde, Meinungsfreiheit, Gewissensfreiheit, Glaubensfreiheit, Versammlungsfreiheit, aber auch das Recht auf Eigentum. Die freie Entfaltung und Teilhabe für unser Zusammenleben ist existenziell. Wir wollen auf dieser Grundlage miteinander leben. Und wir müssen die Demokratie vor den Hetzern verteidigen. Wir schaffen das, wenn wir aneinander vertrauen. Und das uns auch selbst zutrauen. Wenn nicht wir, liebe Genossinnen und Genossen, dann frage ich euch, wer dann? Liebe Genossinnen und Genossen, viele Themen, viel Arbeit, viele Aufgaben, viel zu tun. Unser Sozialstaat zum Beispiel. In über 150 Jahren der SPD hat unsere SPD daran maßgeblich mitgewirkt, unseren Sozialstaat zu gestalten. Die Gemeinschaft soll sich verlassen können, wenn sie Schutz braucht, wenn es schwierig wird im Leben, bei Krankheit, Arbeitslosigkeit, Pflege und im Alter.
Wir haben ein Bildungssystem geschaffen, das die Grundlage legt für ein gutes, selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben. Unsere Vision für ein inklusives Schulsystem, in dem jedes Kind nach Begabung, Fähigkeit und Bedürfnissen gefördert wird, ist leider noch viel zu weit entfernt. Wir sollten aber daran festhalten, weil gute Bildung mündige, selbstbewusste und vor allem selbstbestimmte Bürgerinnen und Bürger hervorbringt. Wir sind die Partei der Arbeit. Ich bin der Überzeugung, dass Arbeit mehr ist als Broterwerb. Arbeit bedeutet Teilhabe und Selbstverwirklichung. Oftmals stiftet es aber auch Identität. Menschen erwarten zu Recht, dass ein langes Arbeitsleben auch eine auskömmliche und faire Rente bedeutet. Liebe Genossinnen und Genossen, deswegen werden wir an dem Ziel der Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung festhalten. Und da dürfen wir nicht einknicken, ohne Wenn und ohne Arbeit, ohne Kompromisse. Liebe Genossinnen und Genossen, wer erinnert sich von euch noch, wann wir den Atomausstieg gemeinsam beschlossen haben? Kirsten Eickhoff, nicht verraten. Na? 1969. Wir sind die Ersten gewesen, die eine Politik zur Energiewende aktiv eingeleitet haben. Wir sind die einzige Partei, die Ökonomie, Ökologie und Soziales zusammendenken kann. Nur dann wird es ein nachhaltiges Leben auf unserer Erde möglich sein. Und jeder sollte sich ein nachhaltiges Leben auch leisten können. Wir müssen die Energiewende weiter vorantreiben. Lieber Thorsten Albig, es ist wirklich traurig, was gerade in diesem Land passiert. Das Energiewendeland Nummer 1. Das ist im Moment das Energiebremseland Nummer 1. Leider kommen wir hier keinen Schritt voran. Und wenn wir weiterhin die Schrittmacher in dieser Republik sein wollen, für den Klimawandel, für die Energiewende, dann müssen wir auch weiterhin daran festhalten. Ohne Wenns, ohne Abers und ohne Kompromisse. Nur wir schaffen eine Politik, die Arbeit und Klima solidarisch miteinander verbindet. Greta Thunberg sagte auf dem UN-Gipfel im letzten Jahr, wir können eine Krise nicht lösen, ohne sie als Krise zu behandeln. Wir müssen fossile Brennstoffe im Boden lassen. Wir müssen den Fokus auf Gleichgerechtigkeit lenken. Und wenn es unmöglich ist, Lösungen im bestehenden System zu finden, sollte man das System ändern. Recht hat sie, liebe Genossinnen und Genossen. Und deswegen finde ich persönlich, und ich weiß, viele, viele von euch auch, es großartig, dass jeden Freitag die Schülerinnen und Schüler während der Schulzeit demonstrieren und hier ihre klare Haltung hier ganz deutlich formulieren. Als am 15.03. die große weltweite Demonstration war, haben auch in Kiel Schülerinnen und Schüler demonstriert. Mein Sohn war übrigens auch mit dabei. Und es ist etwas passiert, was ich nicht gelesen habe, aber von einigen Freundinnen und Freunden, die Kinder auf dieser Schule haben, gehört, dass an einer Schule in Kiel die Schulleitung mit den Lehrkräften, die haben Elternabende durchgeführt, es gab Briefe nach Hause, dass die Kinder sich nicht zu beteiligen haben an der Demonstration. Es wird Verweise geben, man wird es benoten und man hat sozusagen sehr, sehr viel Druck aufgebaut in dieser Schule. Wisst ihr, was der Demonstrationszug gemacht hat? Die sind vor diese Schule gelaufen mit dem ganzen Trupp von den fast 4000 Schülerinnen und Schülern und haben laut gerufen, lasst die Schüler raus, lasst die Schüler raus. Das ist Solidarität, Gemeinsamkeit leben. Der Schule blieb tatsächlich nichts anderes übrig, als die Türen zu öffnen. Und die gehen wollten, haben sich dann auch auf der Demo dann beteiligt. Liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte zu einem weiteren Thema kommen, zum Thema Wohnen. Wohnen wird gerade zur sozialen Frage des 21. Jahrhunderts. Vorrangiges Ziel unserer solidarischen Politik muss es sein, allen Menschen in Schleswig-Holstein lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in den Städten wie aber auch im ländlichen Raum zur Verfügung zu stellen. Wohnen muss und will irgendwie jeder, aber bezahlbarer Wohnraum, der fehlt. Und nicht nur den Studierenden
sondern auch den Familien, den Singles, den Auszubildenden und den älteren Menschen fehlt es immer noch an Wohnungen in der Stadt wie auch auf dem Land. Auch wenn es uns während der Regierungszeit mit Thorsten Albig gelungen ist, über 6.000 Wohnungen, die bezahlbar sind, zu schaffen, der Bedarf wächst aber weiter an. Und von alleine passiert hier gar nichts und vor allem der Markt regelt eben nicht alles von alleine. Hierfür braucht es klare Antworten der Sozialdemokratie. Wir werden überall dort, wo wir in der Kommune Verantwortung tragen, zeigen, dass wir diese Antworten haben. Denn es sind und es sind wir, liebe Genossinnen und Genossen, die sich für die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften vor Ort stark machen, damit eben dieser dringend gebrauchte Wohnraum auch entstehen kann. Wir sind es, die sich bei der Vergabe von kommunalen Grundstücken querstellen und fordern, es darf nur gebaut werden, wenn auch bezahlbarer Wohnraum entstehen kann. Liebe Leute, und bezahlbar bedeutet vor allem, sich eine Wohnung leisten zu können. Ich finde aber auch, wir müssen eine neue Diskussion starten. Eine neue Diskussion darüber starten zur Reform des Bodenrechts. Wertzuwächse müssen steuerlich angemessen bewertet werden. Außerdem müssen wir dafür sorgen, dass die Regeln des Marktes nicht unbeschränkt auf das Gut gelten, welches unvermehrbar und unverzichtbar sind. Liebe Genossinnen und Genossen, Eigentum verpflichtet und ist nicht dazu da, verprasst zu werden auf Kosten der anderen. Die SPD war und ist, wie Ralf es immer sagt, links, dickschädelig und frei. Daran soll sich auch mit mir als Genossin Serpil nichts an der Spitze verändern. Als Landesvorsitzende werde ich meine Aufgabe vor allem darin sehen, unseren Kurs zu bestimmen, die Strategie zu erarbeiten, Maßnahmen zu definieren und den Weg zu ebnen, der zu uns passt. All das geht aber nicht allein. Ich freue mich über all diejenigen, die jetzt schon mitziehen. Ich will, wenn ihr mich wählt, weitere Kompetenz einladen. Mit Querdenkern reden, die nicht zugleich das Mandat und Funktion schützen wollen. Mit Vordenkern sprechen, die kein Geschäft machen wollen mit der SPD, aber Lust auf neue Wege haben. Mit Nachdenkern grübeln, ob der Weg, den wir zusammen gehen wollen, ob das auch der richtige Weg ist und dass der Weg zu uns passt. Ich habe vor 2 Wochen in einem Interview bei den Lübecker Nachrichten gesagt, wir wollen im Landesvorstand stärker konzeptionell arbeiten. Über den Alltag, und das ist, glaube ich, auch die wichtigste Aufgabe der Landespartei, über den Tellerrand hinausblicken und vor allem auch Themen neu denken und dabei Menschen beteiligen, die uns was zu sagen haben. Und wir wollen, dass dies in einer sozialdemokratischen Denkfabrik für Schleswig-Holstein tun. Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt unserer Denkfabrik. Diese wird sich nah am Leben der Menschen sich orientieren. Altersarmut, Pflegenotstand, Wohnungsnot und die viel zu hohen Mieten in den Städten und der zurückgebliebenen ländlichen Raum, sowie die soziale Not vieler Alleinerziehender, die Kinderarmut, die zu wenigen Kita-Plätze und aber auch der Fachkräftemangel. All das werden Themen sein, die wir gemeinsam erarbeiten werden. Ich freue mich auf unsere Denkfabrik. Unser nächstes Landtag. Unser nächstes Landtagswahlprogramm wird Flügel bekommen und unsere bundespolitischen Initiativen auch. Ich bin links, ich bin dickschädelig und ich bin frei in meinem Denken, Tun und Handeln für unsere Partei. Genau dafür hat mir Ralf einen besonderen Weg geebnet. Dafür möchte ich dir herzlich danken, lieber Ralf. Du hast unsere Partei gut aufgestellt, links positioniert, sodass es im Landtag keine Linke gibt, die auch keiner vermisst. Die Nord-SPD war meist stärker als der Bundestrend, aber der ist zurzeit leider im Keller. Und ein bisschen mehr ist eben nicht genug. Wir werden hier die richtigen Anstrengungen machen müssen, um hier einen norddeutschen Kevin Kühnert zu finden oder um eine norddeutsche Regine Hildebrand zu entdecken. Wir brauchen überzeugende Menschen, wir brauchen kämpferische
kämpferische Schleswig-Holsteinerin. Wir brauchen Leute, die sich morgens den SPD-Sticker an Jackett oder an den Pullover stecken und dann auch wollen, dass der Sticker gesehen wird, liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Genossinnen und Genossen, vor 2 Wochen war ich mit Gesine Stück und mit anderen Genossen auf einer Demo gegen Rassismus und gegen Ausgrenzung. Und auf dem Rückweg zum Auto habe ich einen kleinen Umweg genommen und stand dann unten an der Treppe und schaute hoch und da war eine ältere Dame mit am Rollator. Und was macht Serpin natürlich? Rennt sofort hoch. Brauchen Sie Hilfe? Ja, braucht sie. Und beim Runtergehen schaute sie dann in mein Gesicht. Sie kenne ich doch. Sie sind doch die, die die SPD-Vorsitzende werden will. Ich sagte tatsächlich, ja, das bin ich. Sie guckte ein bisschen skeptisch und haben uns ein bisschen unterhalten. Sagte, naja gut, übrigens, ich bin Genossin, sagte sie dann und war sogar mal Bürgermeisterin in Velp. Nach einem kurzen Gespräch hat sie mir viel Glück gewünscht. Ich weiß, liebe Genossinnen und Genossen, es sind auch heute einige Skeptikerinnen unter euch. So ganz unter uns können wir das ja mal sagen. Aber liebe Genossinnen und Genossen, das ist nichts Neues für mich. Gar nicht. Mein ganzes Leben lang hat man mich auf mein Aussehen reduziert, auf mein Geschlecht, auf meine Herkunft. Es ist also für mich nichts Neues. Und einige neue Zuschreibungen durfte ich ja auch schon lesen. Aber auch mein ganzes Leben lang habe ich mich eben nicht in diese Schubladen zwängen lassen, sondern ich habe gekämpft. Und das hat mir Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gegeben. Liebe Genossinnen und Genossen, viele von euch haben den Weg für mich geebnet, die Möglichkeit geschaffen, heute hier vor euch zu stehen. Ich habe das Vertrauen in die SPD und mein Herz schlägt für die SPD. Ich stehe hier für die Geschichte, die Werte und die Ziele unserer Partei. Und ich vertraue euch und ich bitte euch um eure Herzen, um eure Köpfe, um eure Kraft und euer Vertrauen. Ich stehe hier, denn ich kann nicht anders. Freundschaft! Vielen Dank, liebe Serpil. Die Anzahl der Kritiker, die du gerade eben noch versucht hast zu überzeugen, scheint auch sehr überschaubar zu sein, wenn man das von hier oben zumindest beurteilt. Nichtsdestotrotz, es ist Aussprache angedacht. Besteht der Wunsch auf Aussprache? Möchte sich jemand zu Wort melden? Das ist somit nicht der Fall. Insofern
steigen wir in den Wahlgang ein. Wir haben ja nun vorhin geübt. Ihr habt alle immer noch dieses Gerät bei euch auf dem Tisch liegen. Wenn es genauso aussehen sollte wie bei mir, wo ihr im Augenblick nicht seht, drückt ihr bitte einfach oben auf der rechten Seite. Und in dem Moment seht ihr das rote Display. Wenn ihr den Raum nicht verlassen haben solltet, müsst ihr euch auch nicht nochmal wieder einloggen. Gibt es jemanden, der noch Probleme hat, das Gerät wieder zu aktivieren? Ja? Zählkommission? Mag da bitte einmal hingehen. Und eben habe ich eben auch eine Meldung gesehen, die ist aber nicht mehr von. Gibt es noch, ich frage noch einmal, gibt es noch jemanden oder eine, die Probleme hat mit dem Wahlgerät? Wir warten einen kleinen Moment. Und da hinten ist bei Carsten F. auch noch eine Meldung. Ja, Carsten. Dann sagen wir jetzt einfach kurz, dann sagst du kurz, es gibt technische Probleme an einer Stelle. Entschuldigung, es gibt an einer Stelle noch technische Probleme, das heißt, es wird noch ein, zwei Minuten dauern. Götz und Nina müssen das einmal kurz klären. So, damit sind alle technischen Probleme geklärt und wir können in den Wahlgang einsteigen, den ich damit eröffne. Für den Landesvorsitz ist kandidiert Serpi Mediatle. Dieser Wahlgang wird für mehrere Minuten geöffnet bleiben. Wenn ihr jetzt auf euer Display schaut, seht ihr dort den Namen von Serpi stehen, dann Ja, Nein oder Enthaltung. Wer Serpi wählen möchte, stimmt mit Ja. Für Ablehnung Nein, für Enthaltung drückt die Enthaltung. Und ich bitte euch, dieses dann jetzt zu machen und die Wahl zu vollziehen. Gibt es jemanden, der Schwierigkeiten mit dem Wahlakt hat? Ich sehe da gerade eine Meldung. Ja? Hier vorne in der ersten Reihe gibt es Schwierigkeiten. Ich bitte die Zählkommission einmal in die erste Reihe zu kommen.
Gibt es weitere Personen, die Schwierigkeiten haben mit dem Wahlgang? Bleibt bitte einmal noch mal ruhig. Einen Moment, wir haben einen technischen Defekt. Haben wir aber eine sehr sportliche Zählkommission nominiert. Der Wahlgang ist immer noch geöffnet, weil ein Zählgerät ausgefallen ist. Das Zählgerät kommt. So, für dieses neue Zählgerät, liebe Genossen, denkt daran, einmal deinen 6-stelligen Code einzugeben und dann wieder den 4-stelligen Code. Du musst dich einmal nochmal komplett einloggen. Und dann in dem Moment, liebe Genossen und Genossen, lasst sie dann alleine wählen, weil der Wahlakt auch für sie geheim sein soll, auch wenn ihr jetzt zur Seite seid. Ja, aber wenn sie dann drin ist. Wir sind sofort soweit. Ich folge raus der Faust, liebe Genossin, dass auch du deine Stimme hast abgeben können. Wenn es niemanden mehr gibt, der noch Schwierigkeiten mit der Abgabe der Stimme hatte, dann schließen wir diesen Wahlgang. Müssen wir einen kleinen Moment warten, bis das Ergebnis uns übermittelt wird. So, liebe Genossinnen und Genossen, das Ergebnis ist da. Wir haben 212 gültige Stimmen, mit Ja haben gestimmt 191, mit Nein haben gestimmt 12 und enthalten haben sich 9, das sind bei Ja 90,09%. So, liebe. So, liebe Serpil, unabhängig davon, ob dich schon alle herzen oder nicht, es fehlt noch ein wichtiger Moment. Liebe Serpil, nimmst du die Wahl an? Ja, vielen Dank!
Ja, moin, liebe Landesvorsitzende, moin, liebe Serpil. Herzlichen Glückwunsch im Namen aller Jusos zu diesem tollen Ergebnis. Du hast eben gesagt, die Zeit ist reif. Du hast eben gesagt, es ist an der Zeit. Uns Jusos würden da ganz viele Themen einfallen, für die es jetzt Zeit ist und die wir gemeinsam anpacken wollen. Dabei stehen wir dir natürlich kritisch, solidarisch zur Seite und möchten diesen Weg gemeinsam mit dir gehen. Du hast jetzt viel vor, du sollst voranschreiten, sollst alle Anträge, die wir hier heute und morgen noch machen, umsetzen. Du sollst die Reform im Land voranbringen, du sollst die Reform in jeden Kreis und in jeden Ortsverein tragen. Und genau dafür haben wir dir ein Geschenk mitgebracht. Sohlen abnutzen, Partei erneuern. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Liebe Jusos, liebe Genossinnen, Genossen, vielen, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für das großartige Ergebnis. Das gibt mir Kraft und das gibt mir Mut. Und das wird alles richtig gut werden, liebe Genossinnen, Genossen. Darauf vertraue ich. Dankeschön. Danke.